schon 500 Punkten und fortfahren aber. Die 1 noch weglegen. Ja, der hat gewonnen, egal was er jetzt macht. Der wird irgendwie 50 Punkte zusammengammeln. Ich weiß nicht, ob das geskriptet ist. Dass der so. Naja, hier 1300, der ist klar. So, jetzt sind wir wieder auf 0. Gott, das kann sich ja über Jahre hinwegziehen, den das war auszunehmen. richtig knapp. Du brauchst ein bisschen mehr Übung, Junge. Irgendwann wirst du es schon lernen. Was? Ich nehme Ich Bier. brauche das Geld jetzt. Kommt sofort. Komm schon. Gib mir die Gelegenheit, mein Geld zurückzugewinnen. Nun gut, aber beklag dich nicht, wenn du auch den Rest verlierst. Mach ich nicht. Spielen wir. Ach, es gehen höhere Einsätze. Schau mal an. Was soll's? Ich setze 600. Grundgütiger, das ist eine Menge Geld. Ich muss. Okay, schlägt da noch nicht drauf ein. 360 Groschen. Himmel hilf, Junge, Gemach! 180. 180 Groschen. So sei es. Heute. Okay, wir können ihn langsam reizen. Irgendwann müssen wir nur eine Runde gewinnen, dann haben wir es. So, ungerade rein. Die zwei Glückssträhnen und die zwei Glückswürfel. Bin schon gespannt, wie du wirfst. Hoch die Krüge. Da, zufrieden? 5, 5, 5, 5. Da haben wir doch schon 1000 zusammen. 1100. Punkten und passen. Ne, Punkten und fortfahren. Würfen wir noch eine Runde. Oder oh, da haben wir doch noch ein 1, 2 haben wir schon zusammen. Punkten und passen. So, 1200 haben wir. Macht er jetzt? 100 weglegen nur. Nochmal 100, 200. Ich glaub's nicht. Okay, und hinten raus hat er nichts gerissen. Sieht auch gut aus, die Runde. Können wir die 1er mal weglegen? 1, 2, 3, 4, 5. Moment, wenn man eine 6 würfeln würde, dann hätte man eine Straße. Wäre zwar riskant, aber wir versuchen es mal. So, punkten und fortfahren. Ne, schade. Aber wir können es ja riskieren, wir liegen ja 1200 vorne. Okay, wir lagen 1200 Tatsächlich? vorne. Er hätte schon die Hälfte aufgeholt mit 600 Grad. Kein Glück heute. Sag mir eins. Liegt zur Bauern nicht auf die Kette. Legen mal den Fünfer beiseite. Nee. Dreier gibt keine Punkte. Die Vierer geben auch keine. Nee, wir legen den Fünfer weg. So. Punkten und fortfahren. Einser weglegen. Schon wenn wir es so weglegen. 400. Punkten und passen. So. Aber jetzt wird's was. Da Warum ist hat er es den schon. zweiten Einser gerade nicht rausgelegt? Das 400 Punkte hat war's. er jetzt, okay. Hoch die Krüge. Ist gut, ist gut. Was macht er da? Oh nein.
Jetzt sind wir Minus. Ach, Unsinn. Du musst einfach mehr aus dem Handgelenk herauswürfeln. Handgelenk? Spielen wir lieber weiter. Spielen wir um alles. Ach, dir zeige ich's. Ich setze 600 Groschen. Nein, ich setze das, was du auf den Tisch legen kannst. Das meinst du nicht ernst. So viel hast du nicht. Und falls du verlierst, windest du dich irgendwie raus. Doch, hab ich. Sieh. Und? Was sagst du? Wenn du darauf bestehst, aber vergiss nicht. Könnte auch wieder gescriptet sein. Sind Ehrenschulden. Dessen bin ich mir bewusst. Mein Wort gilt. Ich würde jetzt dieser Dialog nicht zustande kommen. So, dann nehmen wir den Ungeraten wieder mit rein. Die zwei Glückssträhnen. Außergewöhnliche und die zwei Glückswürfe. Also los geht's. Jetzt geht's um alles oder nichts, habe ich so das Gefühl. Da haben wir doch schon mal 600. Punkten und fortfahren. Ah, die 1 hätte man noch weglegen können. Mist. Ah. Ja, da war auch kein Glück. 50 nur bisher. Ah. 250. Das 300. Ah. Riskiert er das jetzt nochmal, lässt die 300 nicht stehen? Ja, weil er hier nochmal was rausholt. 450, okay. Ach, come on. 900. Hey, wo bleibt mein Bier? 1, 2, 3, 4, so, 5, 700. Punkten und passen. Ja. Hey, wo bleibt mein Bier? Man kann's nicht erzwingen. 1, 4. Uff, jetzt wird's eng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haben wir's doch, oder? Nee, Alter, schon 4. Zapf mir ein Bier. Moment, bin gleich damit mal. Zurück. 1, 2, 3, 4, 5. Wären 500. Wenn wir auf 1,3 wieder ran. Hier ist es schon. Punkten umpassen, so. Sicherheitsvariante. Ach, 1,2. Sorry, verzählt. 1,2. Ich hoffe, der macht jetzt nicht mehr wie 600. Vorbei. So, jetzt müssen wir irgendwie 800 hinzaubern. Dann ist das Ding durch. 1. Da haben wir schon mal 100, 200. Punkten und fortfahren. Kommt gleich. 300. Wir müssen es riskieren. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Jo, zack, nochmal 200 Punkten und passen. Haben wir 1,7. Wenn es er jetzt verkackt, haben wir noch eine Chance. Macht aber nicht. Kriegen wir noch eine Revanche? Oder war es das? Und jetzt rein mit euch in mein Geldsäckel. Ich könnte in Kuttenberg einen Laden eröffnen. Ach, so billig ist es dort doch nie und nimmer. Das kannst du nicht wissen. Du warst nie dort. Lass uns weiter würfeln.
Das soll für einen ganzen Laden reichen. Ich glaube, so reizen wir ihn und ersetzt noch mehr. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man für das Geld einen ganzen Laden bekommt. Vielleicht hast du recht. Aber wenn du doppelt so viel hättest... Weißt du was? Lass uns aufs Ganze gehen. Ich kann's mir leisten. Ich weiß nicht. Noch mehr Geld wäre ja fast schon eine Sünde. Aber gut, spielen wir. Das heißt, es steigert sich jetzt so lang, bis wir eine Runde gewinnen, dann ist er im Eimer. Alles klar. Glückssträhnenwürfel, zweimal Glückswürfel rein und... Ich glaube, wir nehmen mal den himmlischen Würfel mit rein, statt den allergewöhnlichster Würfel. So. Dein Ruf eilt dir voraus, aber mich besiegst du nicht. Eine 5 und eine 1 hätte man. Wenn schon mal 150. Auf die Gesundheit, Gott segne sie. Gucken und fortfahren, so. Nochmal eine 1 und nochmal eine 5. Dann haben wir 250, 300, 400. Jo, das können wir mal so stehen lassen. Ja, ich sehe schon wieder 1er bei dem. Zwei Stück. Jo, zwei 5er. Das war's. Der Würfel teilweise echt komisch. Okay, 400. Sind das 2 Einser? Nee, eine 1. Okay, 500. Man kann's nicht erzwingen. Immer nur 100 hinten dran, das sieht noch gut aus. So, die 5er weglegen und die 1er. Haben wir schon mal wieder 300. Den 5er noch weg, 350. Und wir... passen danach. 750. Bier. Fertig. Ist gut. Ist oder 1000. 1, 1. 5 noch weg. Kommen wir auch auf 1000. Okay. 3 Würfel hätte man noch. Dann würfeln wir noch eine Runde. Punkten und fortfahren, genau. Dann nehmen wir noch die 5 weg. Sagen Punkten und passen. 1050. Das war's für mich. Okay, er hat nur 200 weggelegt, das ist gut. Kann man vielleicht aufholen. Einser mal weglegen und den 5er. Sind wir bei 150. So, haben wir doch 600. 600, 750, 800. Jo, das sieht gut aus. Punkten und passen. 1,8. Der jetzt dann völlig durchdreht, Hammers. Super. Oh, Mist. Puh. So viel Glück bin ich gar nicht gewohnt. Tut mir leid, ist nicht dein Tag heute. So, genug ist genug. Morgen steht mir eine lange Reise bevor. Spielen wir ein andermal wieder. Bier. Natürlich. Das war kein echter Einsatz. Gib mir das Geld zurück. Warte, das war kein echter Einsatz. Ich wollte dir nur dein Fehlverhalten aufzeigen. Dein Glück heute bedeutet nicht, dass du immer Glück haben wirst. Früher oder später verlierst du alles. Du musst aufhören, Ambros. Für deine Frau und auch für dich selbst. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Die Freude ist's, was zählt.
Die Leute in Kuttenberg werden bald sehen, wie gut der alte Ambros zu würfeln vermag. Ah, Mist. Hier ist es schon. Okay, die Quest ist wohl fehlgeschlagen und der gehört echt erdolcht. Das heißt, er läuft jetzt raus, wir laufen ihm hinterher. Die Quest ist fehlgeschlagen, wir könnten es jetzt nochmal... Würde es nochmal angehen. Ja, wir waren eigentlich gut dran. Hier und da ein bisschen, ja. Wir probieren es nochmal. Moment, dann schiebe ich Kamera wieder rüber. Lass uns einen Krug trinken, um dir die Wartezeit zu verkürzen. Geht auf wird ja erstmal gesoffen mit am Anfang. So, horizontal spiegeln, passt. Glück und Gesundheit. Du scheinst viel. Aber das können wir ja ein bisschen skippen hier. Aber wir griffen sie. Wirklich? Ich? Hört, ja, ich war keiner, der schon auf dein Un... Ein ich hab zwei Geschichten oder drei haben wir eben gedrückt. Tatsächlich? Ich habe wohl etwas übertrieben. Hauptsache hier mit zwei oder drei Krügen was. Sie... Ich hört... Oh, drei Kröger. Es geht trotzdem. Ich weiß noch, die Wunde auf dein in der Hölle brennen soll. Kann jetzt sein, dass man gegen Dennett Quinn beim Würfel. Hätte nur zwei oder drei gezinkte Würfel. Bei uns ist schon alles gezinkt. Wollen wir eine Runde würfeln? Genug. Wie wär's mit einem Spielchen, bevor du. Sicher, ist ja nur. Du müsstest es. Genau, zum Zeitvertreiben. Da sind wir dann mit 60 Groschen, meine ich, eingestiegen. Hey. Legen wir los. Ich setze 60 Groschen. Ganz schön viel. Was mich so ein bisschen stört an der Geschichte, dass man hier jedes Mal. Wir wollen Menschen. Jetzt weggesoffen, Alkohol im Hemd. Die Würfel vorher auswählen müssen, dass man die nicht sagen können, nimm jedes Mal bitte die und fertig. Glücksträhnen zweimal, genau, jetzt wird gesoffen und den himmlischen. Können wir nochmal einen auswählen? Ne, dann bestätigen wir das mal. Los geht's. Ab geht er, der Peter. Die 5, die 5, die 5 und die 1. So, haben wir doch schon mal 600. Eine Runde noch würfeln. Da sehe ich eine 1 und eine 5, oder? Zack. Fängt ja schon mal gut an. Na, ja, bei ihm aber auch. Jetzt du. Eine 1, eine 1, eine 5, eine 5. Punkten und fortfahren. Nehmen wir die 5 noch mit. Komm auf 1100 und er steht bei 1000. Hier drüben ein Bier. Das war's. Das verstehe ich jetzt nicht, warum er da nicht die zweite 1 mitnimmt. Mal sehen, Herr. Ich will bestellen. Was ist mit den Würfeln los? Es soll uns recht sein, dass er verliert, so wie es aussieht. 1, 1, 5, 5. Punkten und fortfahren. Passen. Was soll's? Aber wenn das nach 3 Einsen passiert wäre. Vorbei. 1, 5. Das ist schon wieder 100 vorne, aber ich sehe ja schon mindestens 2, 1, 3 sogar. So. Haben wir es doch schon. 1, 4, 1000 noch drauf, jawohl. Punkten und passen, zack. Aber die erste Runde haben wir auch vorhin gewonnen. Dann haben wir verloren. Mist, ich hätte nicht würfeln. Nee, wir haben nur die erste Runde gewonnen, die restlichen haben wir alle verloren. Nein, heute.
So, noch ein Spielchen. Ich dachte, du wärst... Ach ja? So gehört sich das. Wir setzen wieder 60. Ganz schön viel. Jetzt hätte ich fast aufgegeben. Zwei Glückswürfel, die zwei Glückssträhnen und den... himmlischen Spielwürfel. Ich glaube, wir schmeißen die anderen einfach mal weg, dass man dann und jedes Mal überlegen müssen. Bin schon gespannt, wie du wirfst. So, los geht's. Hier ist es schon. Eins, zwei, drei. Das waren wir doch schon 700. Was bringt der? 1, 3. Jo, Punkten und passen. Mein Gott, die Würfel gehorchen dir ja aufs Wort. Zinkte Würfel sollen die besten sein. Ja, das ist dickischer. Jeder das hat gezinkte von uns. Er hat 2 und wir haben 6 gezinkte. Ich hätte es lassen sollen. Okay, er hat gar kein Glück. Das heißt, auch die Runde gewinne mal. Da legen wir schon mal die 5er weg. Ah, Alter, schon 4er, stopp. So, 200 weg. Ja, können wir ja mal machen. Wir können es ja ein bisschen riskieren, wir liegen ja gut vorne. 1,5 hätte man jetzt, 1,6. 1,650, jo, Punkt noch passen. Ich glaube nicht, dass der jetzt da durchdreht und... Okay, 500 hat er jetzt aus dem Nichts, okay. Wir brauchen aber nicht mehr viel. So, 200, dann hätte man 1,8. Bin gleich damit zurück. Ein Humpen hierher. Jo, haben wir es doch. Bin gleich Zack. Damit zurück. Sicher 60. 120 im Minus. Mist, ich hätte nicht würfeln sollen. Ah, du hast doch fast nicht... Nein, heute wird das nichts mehr. Ist einfach nicht mein Glückstag. Du bist ein schlechter Verlierer. Ich weiß wenigstens, wann Schluss ist. Na super. Das geht auch nicht, wenn man zweimal hintereinander gegen den... Also wir müssen einmal gewinnen, einmal verlieren. Den halt so reizen, dass er irgendwann hinten raus alles raushaut und dann gewinnen. Lass uns trinken. Das ist nett. Sicher. So, es gibt mal wieder das Gefasel da, irgendwelche legendäre. Aber wirklich? Ja, ich war tapf. Keiner der auf dein ein Hieb. Doch erst mal tatsächlich. Nicht da, das war. So, wollen wir würfeln? Wie wär's mit einem Ich würde ja gerne, aber nicht. Oh, ein. Okay, reicht noch nicht, also müssen wir noch eine. Ich erzähl dir noch etwas. Siegesmund. So, jetzt müsste doch aber reichen. Ich weiß noch, die Wunde auf deine in der Hölle brennen soll. Irgendeiner stirbt ja noch. Nun, wie wär's mit einem Sicher ist ja nur. Du müsstest es nicht mal dem Fahrer. Gehen wir's nochmal an. Ja. Los. Ja, ich 60 Groschen. Ganz schön viel. Die 2 für ungerade, die 2 fürs Glück, die 2 Glücksträhnen plus der himmlische. Mal sehen, wem die Glücksgöttin hold ist. Eins, zwei.
2, 4 haben wir doch schon 12. Das war ein schnelles Spiel. Okay. Mist, ich hätte nicht würfeln sollen. Ja, du hast doch fast nichts verloren, oder? Das nächste Spiel. 4-1 sind nämlich 2000. Heute wird das nichts mehr. Ist einfach nicht mein Glückstag. Nur noch eins. Nur noch ein Spielchen. Ich dachte. Ach ja? So gehört. Und jetzt muss aber er zwingend gewinnen. 60 Groschen. Ganz schön viel. Das heißt, wenn wir nochmal sowas zusammenwürfeln, dann müssen wir irgendwie passen. Ich hoffe, das geht irgendwie. So, zack. Wieso habe ich mich darauf eingelassen? Ich verliere wieder alles. So, er muss ja gewinnen. Punkten und fortfahren. Jo, schrauben wir mal weiter unten an. Das sieht sich wieder gar keine Zahl, liegt uns keinen interessiert, ja. Was dauert da so lange? Punkten und passen. 300, das reicht doch. Jo, er hat schon 700 zusammen. Jetzt haben wir jetzt auch Punkten und passen. Na, mal 1000. Jetzt du. 1450 hat er jetzt. Nehmen wir nur die 50 hier mit von dem und sagen dann Punkten und passen. Punkten und fortfahren. Wir können ja nochmal würfeln und dann können wir passen. Genau, nehmen wir noch die 2 Fünfer mit und sagen dann Punkten, den Einser noch Punkten und passen. So, komm auf 1250, sind wir noch 200 hinten dran. Jo, er hat gewonnen. Sehr gut. Richtig knapp. Du brauchst ein bisschen mehr Übung, Junge. Irgendwann wirst du es schon lernen. Was? Ich brauche das Geld jetzt. Komm schon. Gib mir die Gelegenheit, mein Geld zurückzugewinnen. Nun gut, aber beklag dich nicht, wenn du auch den Rest verlierst. Mach ich nicht. Spielen wir. Jetzt kommt mal höher gehen auf 180. Wir probieren mal 360. Ich meine, es waren 180. Junge, gemach! 360 Groschen beim Würfen aufs Spiel zu setzen, ist ganz schön wagemutig. Und da lassen wir jetzt auch nochmal gewinnen. So sei es. Heute habe ich ein glückliches Händchen. Dann war ja die Geschichte mit der künstlichen Ladenleischen in Kuttenberg. Bin gleich damit zurück. Und dann nehmen wir einen aus hinten. So, den Himmel löschen, zack. Passt, ja, bestätigen. Der bessere Gewinn. Bier für mich. Punkten und passen, so. Das war's. Aber jetzt ist doof, dass wir da schon 1000 haben. Was ist mit den Würfeln los? Jetzt
gar nichts. Hat gar nichts. Ja, wir könnten ja schon zumachen. Wenn wir das da oben noch mitnehmen, werden es ja noch mehr Punkte. 1,5. Ah, dann war es, meine ich, zu Ende. Ich muss mir mein Bier wohl selbst holen. Da, zufrieden? Hier, wohl bekommst. Ist es jetzt sinnvoll, gegen den nochmal zu gewinnen? Dann ist er im Minus. Dann zeigen wir eine Revanche, so also machen wir es. Ich hoffe, dass. Bin mir gerade nicht sicher. Punkten und passen. So, zack. Ja, jetzt ist er 180 im Minus. Wahnsinn, wie habe ich das gemacht? Verflucht. Ich hätte nicht spielen sollen. Noch eine Runde? Nein, nein. Nee. Lass dich nicht entmutigen. Ja, hier kriegen wir nochmal. Nach einer kleinen Niederlage den Schwanz ein. Ah, ich hatte Glück. Aber das ist wie mit Dirnen. Sie bleibt stets einen kessen Spruch auf den Lippen. Aber du hast recht. Weiter. Ja. Lassen wir die Würfelchen wieder rollen. 360 Groschen. Geht er damit? Hilf! Junge Gemach, 360 Groschen beim Würfen aufs Spiel zu setzen, ist ganz schön wagemutig. Okay, 180. Er ist 180 im Moment im Minus. Heute habe ich ein glückliches Händchen. Dann wäre er 360 jetzt im Minus. Oder wir lassen ihn gewinnen diesmal. Wäre gleich geschickter, ihn gewinnen zu lassen. Warum können wir jetzt hier nicht? Her? Glückssträhnen. Zweimal Glückswürfe. Einmal himmlisch und zweimal ungerade. Geht das jetzt nimmer? Na egal. Sehr mutig, mich herauszufordern. Ich gewinne immer. Und die 5 lege mal weg, dann wären wir bei 250 Punkten und passen. Ne, der muss jetzt die Runde gewinnen, wäre er wieder bei 0. Dann lass mal noch eine Runde gewinnen. Zwei oder drei Runden lass man jetzt gewinnen. Da haben wir eine 1, da haben wir eine 6, eine 5. So machen wir es. Punkten und passen. Erinnere mich daran, nie mehr mit dir zu würfeln. Das war's. Der hat jetzt auch nur eine, zwei, eins weggelegt und er hat aber zwei. Kein Glück heute. Ja, dann baut er hinten raus. Das ist ein. Hätte mal schon wieder 1000. 1400, er steht bei 400. Sind beide bei 400. Hier wären wir bei 1,5. 300. Ja, machen wir es so. 700. Hierher, das soll er bestehen. Hierher. Die Bedienung ist heute ein bisschen tranig. Mal sehen. 600, wenn das jetzt nicht verkackt. 800.
850, okay, jetzt liegt er vorne. Wir nehmen die. Ne, können wir nicht, dann wären wir bei 1,7. Da wären wir bei 1000. Jo, machen wir so. Aber jetzt wird's was. Die 5 hat er auch nicht weggelegt. Nen Humpen hierher. Der würfelt schon komisch. Du bist. Jetzt hat er 1,250. Hier, wohl bekomm's. So, wir legen mal nur die 2 weg, dann sind wir bei 1,2. Das ist ein Krampf. 1000, ihr werdet gewonnen, perfekt. Die Würfel sind verhext. Ach, Unsinn. Du musst einfach mehr aus dem Handgelenk herauswürfeln. Handgelenk? Pah. Spielen wir lieber weiter. Spielen wir um alles. Ach, dir zeige ich's. Ich setze 600 Groschen. Nein, ich setze das, was du auf den Tisch legen kannst. Das meinst du nicht ernst. So viel hast du nicht. Und falls du verlierst, windest du dich irgendwie raus. Doch, hab ich. Sieh. Und? Da. Was sagst du? Wenn du darauf bestehst. Aber vergiss nicht. Wettschulden sind Ehrenschulden. Dessen bin ich mir bewusst. Mein Wort gilt. Jetzt müssen wir mal gewinnen, dann haben wir einen. Das heißt, die 2 rein, die 2 rein. Wo kann man den? Bestätigen wir das mit den 6 Würfeln. Aber mich besiegst du nicht. So, geht schon mal nicht gut los. Na. Gut, er reißt auch nichts. Jo. Mal sehen. 150. Ich würde diesen Burschen am liebsten erwürgen. Ah, der würfelt da 2 Einser hinten raus. Okay, 350. Nein, wir zwingen. Alles noch machbar. Da ist es schon. So, da mal ein Einser, 2 Stück. Legen wir die 5 weg. Nehmen wir nochmal eine 1, wären wir bei 350, 700. Ja. Quatsch, 600. 600. Er steht jetzt bei 400. Du bist. Okay, er steht bei 1050, jetzt müssen wir Gas geben. Oh je. Punkten und fortfahren 200, wären wir schon mal bei 800. Denk mal nach, Mann. Wir müssen es riskieren. So, 1000. Ja, haben wir doch wieder aufgeholt. Schon nur noch 50 vorne. Ich hätte gern ein Bier. Mist.
Ah, dann gab es noch mal eine Chance. Jetzt hat er ja gesagt, er hat Geld für einen Laden. Ich könnte in dann sag mal, komm, das Doppelte wäre doch geiler. Ach, so billig ist es dort doch nie und nimmer. Das kannst du nicht wissen, du warst nie dort. Genau, wir sagen hier, das reicht doch niemals für einen ganzen Laden, dann geht's weiter. Ich kann mir einfach nicht vorstellen. Vielleicht hast du recht. Aber wenn... Ich weiß nicht. Oh, ab geht's. Zweimal Glückssträhnen, zweimal Glückswürfe und zweimal die für Ungerade. Mal sehen, wem die Glücksgöttin hold ist. Und los geht's. War doch schon 600, 700. Punkt noch passen, so. Bin gleich damit zurück. Gott, der wirft aus 650. Tausend, 1050. Ja, wenn er jetzt nicht völlig durchdreht, dann hammern. Ja. Oh, was würfelt der jetzt eine Straße? Oh, Mist. So viel Glück bin ich gar nicht gewohnt. Tut mir leid, ist nicht dein Tag heute. So, genug ist genug. Morgen steht mir eine lange Reise bevor. Spielen wir ein andermal wieder. Das war kein echter Einsatz, gib mir das Geld zurück. Warte, das war ja, kein aber es bringt alles nichts hinten raus. Ich wollte dir nur dein Fehlverhalten aufzeigen. Dein Glück heute bedeutet nicht, dass du immer du Glück haben wirst. Früher oder später verlierst du alles. Du musst aufhören, Ambros. Für deine Frau und auch für dich selbst. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Die Freude ist's, was zählt. Die Leute in Kuttenberg werden bald sehen, wie gut der alte Ambros zu würfeln vermag. Ah, Mist. Bin ich unsichtbar? Vielleicht kann man noch ausrauben, dass das hilft. Wobei die Quest ist ja auch um Fehlschlag. Ich mach's jetzt nicht normal hier. Das ist so nervig, das Würfeln. Ja, ob das jetzt sinnvoll war. Wir werden einfach nur ausrauben. Ambros Würfel 2 Stück. 3k Groschen. So, und weg. Jetzt haben wir eine Geldstrafe offen. Das ist schon schlimm. Wir haben seine Würfel. Was können die? Diese Würfel können Ambros, dem Sasauer Schneider und jetzt sind sie mein. Oh, keine Ahnung, was die können. Wir können aber hier hinten mal die Würfel sortieren endlich. Die verpönte Würfel. Den kann man aber wegschmeißen. Die Ungerade würde ich drin lassen. Den Schrumpfwürfel können wir auch rausschmeißen. Bei die Nugget Die können wir auch wegmachen. Dann können wir hier den allergewöhnlichsten auch noch rausschmeißen. Dann können wir jetzt dann in Zukunft wählen zwischen Ambroswürfeln oder unseren zwei Ungeraten. Müssen wir nur noch irgendwie hier wegkommen. So im Kloster kann man es ja auch nicht blicken lassen. Wie kommen wir jetzt hier raus? Für den Scharlatan haben wir ja auch noch eine Quest offen. Ich würde sagen, wir gehen mal nach Rathai rüber. Schauen, dass wir hier durchkommen ohne Probleme. Ich mache mal eine kurze Pause auf der Reise und sag mal bis gleich.
So, da bin ich wieder. Verschieben wir mal wieder die Kamera zurück. Die war eigentlich bis auf das Würfeln da oben gut untergebracht. Jetzt müssen wir einfach die Zeit verbringen, bis die Würfel immer als geklaut gelten. Dann würde ich wieder rüber nach Sasau reisen und die Geldstrafe bezahlen. Gestohlene Ware verkaufen. Wir hatten ja hier noch was. Da war ja der verzierte Silberkelch. Ja, mehr ist gar nicht. So. Irgendwas war dreckig, habe ich gesehen beim Überfliegen. Ja, unser komplettes Outfit ist dreckig, so wie es aussieht. Ja. So, wo ist denn Theresa? Der kann mir mal die Halskette geben und gucken, ob wir da weiterkommen. Ich habe dir was mitgebracht. Schmuck. Die Halskette, so bestätigen wir. Oh, Heinrich, ist das für mich? Das muss dich Unsummen gekostet haben. Gefällt mir sehr, danke. Mach mir lieber nicht mehr solche Geschenke, sonst verwöhnst du mich zu sehr. Ja, ja. War ja geklaut. Möchtest du wieder etwas Unfug anstellen? Ja, fragen Möchtest wir mal, du klar. Möchtest du mir wieder Unheil anrichten? Letztes Mal war spaßig. Ja, war es. Ich bin überrascht, dass du es auch so siehst. Obwohl ein Mädchen nicht jeden Tag die Gelegenheit hat, die Wunden ihres Retters zu versorgen. Es ist zu spät, um noch irgendwo hinzugehen. Komm morgen wieder, ja? Okay, die will morgen was unternehmen. Wir müssen jetzt hier ein bisschen. Warum regnet es jetzt nicht mehr? 17 Uhr. Mal anquatschen. Möchtest du wieder etwas mit mir unternehmen? Es ist zu spät, um noch irgendwo hinzugehen. Okay, dann wohl erst morgen. Dann bleiben wir hier mal stehen bis. Ne, wir legen uns schlafen, dass wir voll erholt sind. Dann können wir ja vorspulen. So machen wir es. Wie weit können wir denn pennen? Ja, das passt doch. 12 Stunden, das sollte reichen. Das Würfen, das war so nervig mit dem. Guck mal, der halt immer dann Glück gehabt, wenn wir es nicht gebraucht hätten. Das ist, war ja knapp jedes Mal. Oh, die schläft noch. Die schläft als länger, bis nach 8. Na, schauen wir mal, 7:30. Jo, schläft sie immer noch. 7:30. Immer noch 8:30. Gibt's doch nicht, aber wir essen jetzt mal was. Und so, das, ob das sehen wir, ob sie noch schläft oder nicht. 9:30. Jetzt ist sie wohl raus. Da ist nämlich die Tür offen. Bist du wieder da hinten? Jo.
Vielleicht willst du jetzt mit uns was unternehmen. Möchtest du wieder etwas mit mir unternehmen? Wollen wir blinde Kuh spielen? Du willst wirklich blinde Kuh spielen? Ich weiß, das spielen nur Kinder. Aber ich mochte es immer und mit dir fühle ich mich dabei nicht albern. Also blinde gut. Kuh. Nicht. Gut. Dann nein. Wieso? Folge Theresa, alles klar. Gibt's hier eigentlich mal eine Dame, die normal ist im Kopf. Und noch in lebt. Der Scheune sieht uns niemand. Schämst du dich? Es ist ein Spiel für Kinder. Natürlich bin ich beschämt. Erwachsene spielen das auch. Aber nur, wenn sie betrunken sind. Oho, gehst du jetzt in die Scheune oder was? Ich verbinde mir die Augen. Pass doch, Liebe macht blind. Frecher Bursche. Dieses Spiel wirst du niemals gewinnen. Ich habe bessere Ohren als eine Fledermaus. Und ich bin so leise wie eine Katze, findest mich nie. Wir werden sehen. Aber wenn du die Scheune verlässt, hast du verloren. Komm her. Blinde Kuh spielen in der Scheune als Erwachsene. Ich würde was anderes spielen, aber gut. Worauf wartest du noch? 1, 2, 3, 4, Eckstein. Alles muss versteckt sein. Wie ging es gleich noch weiter? Ich habe keinen Schimmer. Los, versteck dich. Wo steckst du? Moment. Nur, ich finde dich schon. Hab ich dich, oder nicht? Können wir einfach wieder irgendwelche Leute erdolchen wie früher? Was war das? Du etwa? Immerhin ist so schnell durch gewesen. Konnte ich dich nicht hören? Oh nein, meine Wäsche liegt zum Trocknen draußen. Wir müssen sie schnell hineinbringen. Ich werde sie gewinnen lassen sollen. Oh Gott. Oh nein, alles ist ganz nass. Du kannst sie zum Trocknen neben den Ofen legen. Nein, dann stinkt alles nach Rauch. Wir legen sie aufs Heu. Noch ihre Schlüpper da einsammeln oder was? So, wo willst du die jetzt hinhängen? Das ist alles klitschnass. Du hast doch keine Angst vor Gewittern, oder? Jetzt nicht mehr. Ach, macht der heute Ding, wie heißt's? Horde. Sollten wir die Wäsche nicht ausbreiten? Heinrich, Rache. Endlich mal da mal anständige Spieler, nicht blinde Kuhn zum Quatschen und Unterschlüpper zusammenlegen. Geht's hier mal rund. Okay. Ja, stream ich ab 18. Alles gut. Dass der Müller erfährt.
das kam jetzt aus dem Nichts. Nachdem wir noch 5 Minuten vorher blinde Kuh mit ihr gespielt haben. Oder war das nur ein Traum? Gut, das kam echt unerwartet gerade. Bin mir aber nicht sicher, ob das ein Traum war oder. Warum ist die jetzt weg? Errungenschaft, Turteltäubchen, jo, scheint wohl real gewesen zu sein, alles klar. Why not? Quest abgeschlossen, Liebeswerben, okay. Was sind wir denn jetzt? Ach, im Badehaus gibt es auch einen DLC-Quest, okay. Ich will aber zu Theresa jetzt rüber. Ich glaube, vorher wird erst das in Thalenberg noch geboren, bevor das Kind hier geboren wird. So. Unser Abend zu zweit. Ah, ja. Ich muss dir noch danken, weil du mir mit der Wäsche geholfen hast. Bei dem Sturm hätte sie sonst wohl landen können. Oh, du hast mir genug gedankt. Aber nächstes Mal suchen wir woanders Schutz. Stroh gelangt an Stellen, wo es nicht sein sollte und juckt dann wie verrückt. Heinrich, du Esel. Genau, das war das Problem, der juckende Strom. Und was meinst du überhaupt mit nächstes Mal? Mich beschleicht das Gefühl, du hast etwas mit uns beiden vor. Wir werden ein Paar. Na gut, das hört sich an wie die ungebumste Jungfer. Lassen wir das Thema, wir fragen sie mal drüber, was sie denkt. Wie siehst du das mit uns? Ich? Wenn du dich mal nicht wie ein Tumbanar aufführst, verbringe ich gerne Zeit mit dir. Du schimpfst mich einen tumben Narren? Ja, jetzt zum Beispiel bist du ein... Naja, dann müssen wir jetzt aufpassen, Socha, sonst geht es ganz schnell der Bach runter mit dir. Meine Antwort darauf ist, ich mag dich sehr gern. Und dann sehen wir uns ruckzuck in Thalenberg bei der Stefanie legen. Wir sind also quitt. Weiß, sie war nicht abgeneigt. Na komm, wir riskieren's. Ja, wir werden zusammen sein. Oh als Gott. Part. Und wenn die Zeit reif ist, werden wir heiraten, nicht wahr? Du bist ja ganz schön stürmisch. So macht man das aber nicht. Du hast recht. Ich würde ja bei deinem Vater um deine Hand anhalten, aber... Vater? Ja. Er würde dich verjagen. Jetzt das glaube ich nicht. Onkel Peschek Segen. Bei ihm hätte ich wohl auch nicht mehr Glück. Außer er könnte daraus Kapital schlagen. Und meine Mitgift wäre ein Sack Mehl. Ernsthaft, Heinrich. Wie stellst du dir das vor als Ehemann? Ich kenne dich doch. Du hältst es nie lange irgendwo aus. Ich habe viele Pflichten, aber... Ich mag dich wirklich sehr, weißt du? Und eines Tages... Ich weiß, du Dummerchen. Aber es ist noch zu früh. Treffen können wir uns allerdings. Und gern haben auch. Kannst du meine Kleidung nähen? Alles klar. Wollen wir einen Spaziergang machen?